Freut mich sehr, dass ich ein bisschen zu dem Thema Chatbot-Marketing etwas sagen kann. Über mich selber sage ich vielleicht, wenn wir noch Zeit haben am Schluss oder ihr habt Fragen an mich, aber die meisten, glaube ich, in dieser Runde kennen mich ohnehin. Und damit möchte ich auch gleich loslegen mit einem Thema, das mich seit 1,5 Jahren beschäftigt und das in der Kommunikation immer mehr an Raum greift. Ja, wie kann ich mit Chatbots zum Beispiel Zeit und Ressourcen sparen? Und natürlich ist die erste Frage dann immer gleich, was ist das eigentlich? Ich behaupte mal, dass jeder von euch und viele von uns wissentlich oder unwissentlich schon einmal mit einem Chatbot zu tun hatten. Wissentlich, weil es eigentlich Usus ist, dass ich meinen Nutzern sage, dass sie jetzt mit einem Chatbot reden, und unwissentlich vielleicht, weil er so gut gemacht wurde, dass ich glaube oder dass ich glaube, es ist ein Mensch. Aber was ist es eigentlich? In Wirklichkeit sind es vorab programmierte Abläufe, die einen meist analog geführten Dialog digital abbilden. Das heißt, man setzt sich mit dem Kunden zusammen, lässt sich erklären, wie das jetzt derzeit abläuft. Da gibt es dann schon oft Aha-Effekte, wo sich der Kunde die Frage stellt, warum machen wir das überhaupt so? Und dann wird dieser Dialog digital abgebildet, so wie wir es früher klassisch von Ablaufdiagrammen her kannten in Wirklichkeit. Das heißt, Chatbots tun nichts anderes, dass sie erwartbare Handlungen der Nutzer vorwegnehmen und uns quasi eine Antwort auf unser eigenes Nutzungsverhalten geben. Ich habe euch hier ein Bild reingekopiert, wie sowas relativ komplex mit einem Webbot ausschauen kann. Also man sieht, was in Wahrheit dahinter steht. Es ist nichts anderes wie ein mehr oder weniger komplex programmiertes Ablaufschema. Was man hier an diesem Bild aber nicht sieht, ist, dass sehr oft Dritt- und Viert-Tools mitspielen, die dann Daten irgendwo hinschicken, auswerten, zurückspielen, etc. Also man kann eigentlich ganz, ganz viel mit diesen Dingen machen. Ist es etwas Neues? Ist es nicht? Seit 1966 circa gibt es diese Technologie. Dass es sich dramatisch weiterentwickelt hat, muss uns klar sein. Damals gab es Eliza, einen Chatbot bei einem Psychotherapeuten, und die hat die Gespräche so gut nachgemacht, dass die Patienten glaubten, sie haben mit dem Psychotherapeuten selber gesprochen. Also damals schon war so etwas möglich. Und wer sich nachher gerne mal in Google hineinbegeben möchte, der kann nach einer Keynote vom Microsoft-Gründer suchen. Der hat dort ein Beispiel, wo jemand einen Termin bei einem Friseur sich ausmacht, und dann sieht man das leibhaftig auf der Bühne, was man dort als Antwort bekommt. Also es gibt einige Beispiele, die das wirklich gut machen. Somit sind Chatbots nichts anderes wie ein weiterer Kanal in der Kunden, in Klammer Kommunikation, natürlich auch innerbetrieblich möglich, aber sehr stark in der Kundenkommunikation. Warum funktioniert es eigentlich? Nun, wir erleben voranschreitende Digitalisierung und immer schneller lernende Systeme. Das heißt, es ist immer besser möglich, Daten auszutauschen und zu visualisieren. Die Kundenbedürfnisse von uns selber ändern sich dramatisch. Wir wollen immer öfter, immer schneller, immer direkter kommunizieren. Damit einhergehend ein steigender Wettbewerbsdruck der Unternehmen, weil wenn mein Mitbewerb das Ding hat, dann möchte ich es natürlich auch haben. Und der unternehmerische Drang, rasch und direkt mit dem Kunden zu kommunizieren. Also wir haben mittlerweile schon erkannt, dass E-Mail und Facebook und Webformulare und was es alles gibt auf dieser Welt zwar nett sind, aber die direkte Kommunikation mit dem Kunden doch effizienter zu sein scheint. Damit einhergehend auch wichtig zu wissen, was mögen wir Menschen eigentlich? Und das ist, glaube ich, auch klar, eine rasche und unkomplizierte Kommunikation, ein bequemes Handling und das am allerbesten direkt am mobilen Endgerät. Und das ist in den meisten Fällen unser Handy. Das heißt, ein Dialog, der ohne Sprung auf andere Plattformen funktioniert, ist uns natürlich lieber, weil gleichzeitig vergrault uns genau das, eine langsame und komplizierte Kommunikation, unbequeme Abläufe oder sogar Medienbrüche. Ja, das ist erstaunlich, aber ganz, ganz viele Menschen haben auf ihrem Handy nicht alle E-Mail-Adressen abrufbar. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe dir eine E-Mail geschickt, und der sagt dann, okay, wenn ich daheim bin am Abend, dann schaue ich mir die an, das hat keinen Sinn mehr. Ja, den habe ich schon verloren, wenn ich
auf diese Art und Weise versuche, an ihn ranzukommen. Es ist auch nicht unerstaunlich, eine Studie von HubSpot zeigt, dass 89% der Konsumenten am liebsten sehr direkt über einen Messaging-Dienst mit einem Unternehmen kommunizieren wollen. Und das ist, glaube ich, auch der Zug, wo er hinfährt, dass immer mehr Unternehmen solche Dinge anbieten werden. Chatbots, ja, wir sind viele. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche und das ist auch ein wichtiges Thema, wenn man sich damit befasst. Wo setze ich eigentlich an? Ja? Und man kann sie zum Beispiel anhand ihrer Interaktionsmöglichkeiten kategorisieren. Und da fängt man ganz, ganz unten an. Ich nenne die gerne Clickbots oder FAQ-Bots. Also nichts anderes wie Schlagwörter und menügesteuerte Systeme, die hauptsächlich den Zweck haben, Informationen anzuzeigen, immer wiederkehrende Fragen zu beantworten etc. Das ist die unterste Stufe. Dann kommen die Scriptbots. Hier rede ich von vordefinierten Dialogbäumen, so wie wir es vorher in dem Bild gesehen haben. Der handelt sich sozusagen durch einen vordefinierten Prozess durch und führt den Nutzer zur gewünschten Antwort oder wo auch immer hin. Die NLU-Bots, das Kürzel steht für Natural Language Understanding, die verfügen über eine natürliche Sprachverarbeitung und haben auch schon ein Kontextgedächtnis. Diese Dinge verstehen auch schon zu großen Teilen, was der Nutzer eingibt und können das in Kontext setzen und die richtigen Antworten geben. Und ganz oben, und wir kennen diese Dinge, vielleicht steht auch so etwas bei dem einen oder anderen von euch daheim, Siri, Cortana, Google und Konsorten, die Sprachassistenten, das sind Virtual Agents. Sie arbeiten mit künstlicher Intelligenz, kennen flexible Dialogstrukturen und haben ein perfektes Gedächtnis. In diese Richtung geht's und ich werde dann oft nach, was kostet sowas gefragt. Das kommt natürlich auf den Anwendungsfall an, aber man kann sagen, bei einem FAQ-Bot ganz unten wird man irgendwo bei 2.500 Euro beginnen und wenn wir von virtuellen Agenten reden, dann sind wir sechsstellig, wo wir zu denken anfangen müssen. Also man kann sich vorstellen, was Unternehmen für solche Prozesse dann auch ins Rennen bringen an Kosten. Große Frage, bringen Sie was und was bringen Sie, welchen Nutzen stiften Sie? Da sollte man zwei Sichtweisen sich anschauen, nämlich die unternehmerische Sichtweise. Ich kann meine Mitarbeiter entlasten. Warum? Ich glaube, es gibt nichts Lästigeres für eine Assistentin, wenn sie zum Beispiel bei einer geplanten Veranstaltung permanent am Telefon und im E-Mail hängt und Anmeldungen, Abmeldungen und sonstige Dinge machen muss und sich gar nicht um das Event als solches kümmern kann. Solche Dinge kann man heute sehr, sehr elegant einem Bot überverantworten. Zeit- und Kosteneinsparungen. Ja, klar, wenn sich ein Mitarbeiter Zeit einspart oder ich mir Kosten für andere Systeme einspare, dann kann ich mich auch um andere Aufgaben kümmern. Kundendaten analysieren und präsentieren. Nachdem diese Bots eine Vielzahl an Daten erheben, und ich weiß schon, auch hier gilt als die Datenschutzgrundverordnung extremst zu beachten, ist es trotzdem möglich, sehr elegant schöne Dinge zu präsentieren und dem Kunden sozusagen einen Mehrwert zu bieten. Ich gewinne definitiv mehr Interessenten und habe eine bessere Umwandlung dieser Leads in Teilnehmer, Kunden, Nutzer, was auch immer ich brauche, weil eben dieser Dialog auf einer Plattform stattfindet. Ich kriege zufriedene Mitarbeiter und auch zufriedenere Kunden. Warum geht das? Wenn ein Mitarbeiter weiß, er hat für seine Routineaufgaben einen digitalen Helfer zur Hand, der 24 Stunden, 7 Tage die Woche immer da ist, der immer gleich freundlich ist und immer die gleiche Antwort gibt, dann ist dem Mitarbeiter geholfen und die Kunden sind auch zufriedener, wenn sie rasch eine Antwort bekommen. Und damit ist auch die Kundensicht ganz wichtig. Es ist eben diese 24 Stunden, 7 Tage Erreichbarkeit. Ich möchte vielleicht am Samstag um 22 Uhr wissen, ob ich am Montag meinen Reifenwechseltermin habe oder nicht.
Und wenn ich dann einen Chatbot erreiche, der vielleicht sogar mit einem Kalendersystem verknüpft ist, dann kann ich das auch eben am Wochenende tun. Es ist eine direkte, persönliche und spielerische Kommunikation. Gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die einen ausgedruckten Fragebogen mit 20 Fragen nicht ausfüllen, wenn man ihnen denselben Fragebogen, Entschuldigung, Dialog geführt, in einem Chatbot serviert, beantworten sie auf einmal alle 20 Fragen. Es ist diese spielerische Komponente. Und ich habe eine einfache Handhabung. Der Bot ist immer da, wo ich ihn brauche. Ob auf der Webseite, im Messenger oder sonst wo. Ich kann sie überall hin platzieren, von überall aufrufen und sie sind dann sozusagen da. Ja, damit unzählige Einsatzgebiete, viele Plattformen, rasch, direkt, individuell. Ich habe hier einfach einmal ein paar Beispiele zusammengetragen, wo diese Dinge schon eingesetzt werden. Das beginnt bei der Vorqualifizierung von Interessenten, also von Leads in was auch immer, über Support-Anfragesysteme, die Begleitung bei Product Launches, eben Termin- und Reservierungsanfragen abwickeln, Umfragen zu gestalten, News-Ticker zu realisieren, Ticketbuchungen, selbst der Notdienst eines Installateurs ist rein theoretisch über einen Chatbot machbar, weil ich eben sehr viele dieser Routinefragen an einen Automatismus auslagern kann. Jetzt haben wir sehr viel über Messenger geredet und das ist de facto auch die wichtigste App-Gattung, wenn wir von Chatbots reden. Es ist also nicht so sehr die Webseite, wo der Bot sitzt, sondern eben der Messenger-Dienst. Ein kurzer Zeitstrahl, 1999 ist die E-Mail in den deutschsprachigen Raum gekommen. Online-Marketing war damals noch ein Baby. Aber schon 2018 sagt Facebook in seiner Vision, 25% der gesamten Business- und Privatkommunikation wird über Messaging-Dienste abgewickelt werden. Und man sieht einfach, wo dieser Zug hinfährt. Es wird immer die Verknüpfung dieser Tools, die Verschachtelung mit anderen Systemen wird immer tiefer und immer interessanter. Nicht verwunderlich, dass diese beiden Messaging-Dienste WhatsApp und der Messenger natürlich auch die stärksten sind, die man von den Nutzerzahlen her sieht. 1,3 Milliarden WhatsApp, 1,2 Milliarden der Messenger. Beide gehören zum selben Konzern. Beide werden wahrscheinlich in Zukunft extremst miteinander verschachtelt werden. Es ist die Kommunikationsform, die wir heute am stärksten nutzen. Warum gerade der Facebook Messenger? 1,2 Milliarden Menschen monatlich aktiv. Es werden ca. 10 Milliarden Nachrichten jedes Monat verschickt über dieses Tool. Das ist irre. Es gibt auf Facebook aktuell so um die 300.000 aktive Chatbots bereits von Unternehmen. Und 73% der österreichischen Bevölkerung ab 16 Jahren nutzt irgendeinen Messaging-Dienst für die Kommunikation. Das heißt, die Menschen dort zu erreichen, ist definitiv einfacher als wie mit anderen Tools. Wenn ich eine andere Geschichte vergleiche, Öffnungsraten und Klickraten, dann sieht man hier E-Mail 10-20%, Messaging-Dienste 70-99%, Klickraten, E-Mail 1-5%, Messaging-Dienste 10-50%. Das heißt, je interessanter, je dialoggeführter und je spielerischer ich den Bot oder was auch immer ich dort tue in den Messaging-Diensten aufsetze, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Kunde sich auch hier damit auseinandersetzt. Die große Frage, Messenger oder E-Mail-Marketing? Meine Antwort ist dann immer beides. Gleiches gilt, wenn ich die Frage bekomme, Facebook-Werbung oder Google AdWords, bitte beides. In der Kombination sind diese Tools immer am stärksten, weil sie sich gegenseitig unterstützen und mitunter aufeinander aufbauen. Wie kriege ich die Leute eigentlich in den Messenger hinein? Dazu muss man wissen, grundsätzlich ist hinter einem Chatbot immer irgendein Tool. Ja? Irgendein Tool steuert sozusagen die Kommunikation zwischen dem Nutzer und der Eingabe und dem, was dahinter abläuft. Das heißt, ich kriege die Leute, in den meisten Fällen sind es Werbeanzeigen auf Facebook oder Kommentare oder Postings.
Das geht auch über das Chatfenster oder eine Landingpage auf der Webseite. Wir alle haben schon mal rechts unten diesen Bommel gesehen, wo man draufklickt und auf einmal geht ein Dialogfenster auf. Oder ein ähnliches Teil wie die QR-Codes, die Messenger-Codes, die per Scan mit dem Handy direkt in den Dialog führen. Und dann kann ich eben Interessenten generieren und sie zu Kunden, Partnern, Mitarbeitern, Teilnehmern, was auch immer machen. Aus diesem Grunde braucht es natürlich auch ein paar Beispiele. Ich habe einige zusammengetragen, die ich auch selbst in Funktion gesehen habe und auch getestet habe. Das erste Beispiel, Buchungsanfrage einer Ferienwohnung, war ein relativ einfaches oder eine einfache Anforderung. Es will jemand eine Ferienwohnung vermieten und möglichst wenig damit zu tun haben. Sprich Facebook-Werbung ganz links im Bild zu sehen, schickt die Leute in den Chat-Dialog, wo sie entweder gleich eine Buchungsanfrage starten können, sich noch mehr Info über die Wohnung und die Umgebung holen können oder sich noch einmal ein Video anschauen können von dieser ganzen Geschichte. Und dann, je nachdem, welche Antwort sie geben, werden sie durchgeführt. Und das geht am Ende dann so weit, dass sie sich im Kalender einen Termin reservieren können, wo sie die Wohnung haben. Sie kriegen automatisiert eine Rechnung zugeschickt. Wenn die Rechnung bezahlt ist, kriegen sie automatisiert einen Schlüsselcode zugeschickt für die Schlüsselbox dieser Wohnung und kommen dorthin, geben diesen Code ein und können die Wohnung beziehen. Das Einzige, was der Besitzer dieser Ferienwohnung noch tun musste, ist Endreinigung zu machen, damit er die wieder vermieten kann. Also im Grunde genommen fast ein Selbstläufer und hat ganz gut funktioniert. Ist allerdings ein Beispiel aus Deutschland. So hat das Ganze auf der Webseite ausgesehen, also entweder über diesen roten Button oder über den Chat-Bommel da rechts unten kommt man auch hier in denselben geführten Dialog und kann sich diese Ferienwohnung mieten. Ein anderes Thema, die Vermarktung einer Coaching-Ausbildung. Hier werden die Leute im Sinne einer Art Quiz gefragt, ob sie schon sozusagen befähigt sind, sich zum Coach ausbilden zu lassen. Das ist eher eine spielerische Geschichte gewesen, wo man am Ende dann immer gesagt bekommt, jetzt wäre es Zeit, dass du dich zum Coach ausbilden lässt. Aber man sieht rechts schon, wie komplex man solche Dinge auch durchaus durchführen kann. Ein spannendes Thema für den Einsatz dieser Chatbots ist das Thema Recruiting. Ich habe selbst aktuell ein Projekt laufen mit einem Waldviertelunternehmen, das jetzt einmal die Mitarbeitersuche auch über diese Dialogform machen möchte. Was ist das Schwierigste, wenn wir eine Stelle ausschreiben oder was sind die beiden Worst-Case-Szenarien? So muss man eigentlich fragen. Entweder es bewirbt sich gar keiner, ja, dann haben wir auf einer anderen Ecke was falsch gemacht, oder es bewerben sich viel zu viele Menschen. Und ganz ehrliche Frage, wer will mit 100 Menschen ein Telefongespräch führen und dort immer dieselben Fragen stellen, um herauszufinden, welcher dieser 100 Leute ist der geeignetste? Genau diese Routinetätigkeit wird in so einem Beispiel ausgelagert. Das heißt, über eine zielgerichtete Anzeige werden Menschen in diesen Chat-Dialog geholt und beantworten dort die Fragen, die sie beantworten würden, wenn man mit ihnen ein Erstgespräch am Telefon führt. Das heißt, der Bewerber wird sozusagen vorqualifiziert und kann sich dann am Ende zu einem Fachgespräch anmelden. Und das ist immer noch eine bessere Geschichte, weil der Bewerber doch eine Antwort bekommt, als die gelebte Praxis, die wir alle kennen, dass Menschen hunderte Bewerbungsschreiben schreiben und oft nicht einmal eine Antwort oder eine Reaktion bekommen. Mit solchen Dialogformen kann ich zumindest den ersten Schritt überbrücken. Immobilienbewertung. Ja, was brauchen Immobilienmakler? Natürlich, sie brauchen Immobilien, Grundstücke, Häuser, Wohnungen. In diesem konkreten Fall konnte man über einen Chat-Dialog sozusagen sagen, will ich verkaufen oder kaufen? Geht es um eine Wohnung, ein Haus oder ein Grundstück? Wo ist das Ganze? Wie groß ist das Ganze? Alle diese Fragen wurden gestellt, die eben der Makler normalerweise am Telefon stellen würde. Und dann am Ende konnte man sich eben für einen Termin vereinbaren, der auch hier wieder mit einem digitalen Kalender verknüpft war.
der Klassiker für viele von uns. Webinaranmeldung, kennen alle, haben alle schon einmal gesehen. Ich sehe irgendwo den Trigger in Facebook zu einem Webinar und der Anmeldedialog geht dann oft schon über einen Chatbot, wo ich Name, E-Mail-Adresse, selbst meine Telefonnummer, wenn ich das möchte, abgebe und damit sogar eine SMS-Erinnerung lostrete. Gleichzeitig wird im Hintergrund sogar mittlerweile schon Teilnehmerlisten geführt, Rechnungen ausgestellt, Anmeldecodes versendet. Also es ist schier alles möglich, was man sich hier in diesem Bereich vorstellen kann. Probetraining für ein Fitnesscenter, auch das genauso entweder direkt in den Chat oder über die Landingpage, wie man hier sieht, in den geführten Dialog. Man konnte sich dort die Trainer anschauen. Es waren kleine Videos von den einzelnen Trainern. Man konnte sich das Trainingsgebiet anschauen. Man konnte sich am Kalender direkt einen Termin auswählen. Und das alles übers Handy, wo auch immer ich gerade bin. Und das ist die spannende Komponente an dem Ganzen. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon gebraucht habe. Aber ich bin auch in Wirklichkeit schon durch. Ja. Menschen suchen kein Wissen, Menschen suchen Orientierung. Das ist mein Credo. Vielleicht noch, wie funktioniert so ein Prozess grundsätzlich, nachdem sich ein Unternehmen bereit erklärt hat, das machen zu wollen. Es geht damit los, dass man einmal den Kunden sehr intensiv erklären lässt, wie der Prozess in der Realität abläuft. Dann geht es darum, das richtige Tool auszusuchen, also richtig die richtige Software zu finden, die das bedienen kann. Und dann wird im Endeffekt zu Beginn sehr viel gescribbelt und handgezeichnet. Ja. Man überlegt sich die Texte, die Bilder, die Videos, die Abläufe. Das macht man zunächst durchaus alles auf einem Blatt Papier und skizziert das alles, bevor man in die Programmierung geht. Denn wenn man sofort in die Programmierung schlüpft und währenddessen erst draufkommt, was man alles braucht, dann wird der Prozess umso mühsamer. Ja, und je komplexer diese ganze Geschichte ist, desto länger dauert es davor. Und dann wird eben dieser Chat-Prozess digitalisiert. Dann wird er getestet, durchläuft mehrere Schleifen und im Endeffekt, wenn er dann online steht, wird erst die Werbemaschinerie losgetreten, wie ich denn diesen Chat eigentlich bewerbe und auf ihn aufmerksam mache. Das sind die Mechanismen, die dahinter stehen. Also es ist keine Raketenwissenschaft, aber es ist doch ein komplexes System, mit dem man sich intensiv auseinandersetzen muss, möchte man dort auch Erfolge sehen. In diesem Sinne, ein herzliches Dankeschön. Ein kurzer Impuls und welche Fragen auch immer ihr habt, ich bin da.